So muss das sein, wenn man zur Arbeit kommt, oder? Gut. Optimal. Optimal, ne? Finde ich auch. Leberkäse-Burger. Hast Bock? Mach mal. Der Sternekoch ist überrascht von Sabines zurückhaltender Reaktion. Schließlich geht es jetzt an die Umsetzung der neuen Speisekarte. Und das ist Sabines Zukunft. Du nimmst das hin, als wenn der Zahnarzt dir sagt, sie haben keinen Karies oben. Also Frank, ich bin ein bisschen müde. Weil, klar, ich bin seit gestern früh um 6 wach. Wir haben ja die ganze Nacht durchgemacht. Ihr habt die Nacht durchgemacht? Ja, wir sind an der Kalkulation gesessen. Steffi und ich haben die ganze Nacht geackert, bis in der Früh, wo es losging zum Markt. Entschuldigung, tut mir leid. Siehst du mal? Ja. Sabine ist also einfach nur fix und fertig. Eine Schlafpause kann es einen Tag vor dem Testessen aber trotzdem nicht geben. Denn jetzt wird der neue Bavarian Country Burger an den Start gebracht. Jetzt passiert Folgendes. Die Tomate verliert ihr Wasser. Und was ist, wenn etwas Wasser verliert, dann wird es? Kleiner. Also, zieht sich zusammen, oder? Geschmackvoller. Ja, also meinst du jetzt, klar. Hm. Wasser, dehydrieren, Geschmack intensiviert. Mit gegrillten Tomaten, Semmeln und Leberkäse wird jetzt Sabines neuer Burger gemacht. Jetzt zeig ich den Bayern mal, wie man mit Leberkäse richtig umgeht. Und so wird die bayerische Leibspeise im Verbund mit Schnittlauchmayonnaise, Eisbergsalat, süßem Senf und Krautsalat zum amerikanischen Lieblingsgericht, dem Burger. Und das ist dein Bavaria Country Burger. Ich finde es super. Gut. Probier mal aus. Guck mal hier. Jo, schön. Hm? Optisch auch schön. Das erste Exemplar teilen sich die beiden Chefköche. Ich finde den so rattenscharf. Ich würde sogar aus dem Ruhrgebiet hier hinfahren, um den zu essen. Passt. Zu Niederbayern? Ja. Gute Kombination. Ist das jetzt schon ein großes Lob gewesen? Laola mit Flickflack rückwärts. Aber sowas von. Alles klar. Ich freue mich sehr. Kommt so auf der Karte. Nächstes Projekt. Speisekarte. Mhm.